Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom. Und heute, machen wir die Türe auf. So, schauen wir mal, was passiert. Ich höre ein paar Schreie und ich höre ein paar Minions. Für mich sind das Minions, Kanonenfutter. Mehr ist es auch nicht. Komische Menschen, die aufs Maul wollen. Ich glaube wirklich, die wollen einfach nur aufs Maul, die Leute. Guck dir das an. Die wollen einfach aufs Maul. Oh, mein Sound ist ein bisschen zu laut. Auf mein Ohr jedenfalls. So, der Typ braucht sowieso noch 10 Jahre bis zu mir hin. Aha, besser. Ja, komm. Beruhig dich, okay? Geht doch. Leg dich ein bisschen schlafen. Das wird dir gut. So, wir haben jetzt 200 Leben, das heißt das Maximalste. Ne, echt jetzt? Aus dem Kleinen ist ein Großer geworden. Er ist... was war das denn gerade? Achso, die Munition. Er hat sich quasi entwickelt. Achso, und dann schlägt er erstmal die Kleinen zusammen, oder was? Was haben die dir getan? Warum steht der so? Achso, ja, stimmt. Logisch. So, wir hätten sie zwar retten können, aber... wir hätten sie sowieso zermatscht. Schießt da mal jemand auf mich? Ernsthaft? Tatsächlich, ja. Vollidiot. Ha, wieso blinkst du so? Ach! Der wollte geschlagen werden, ah. Willst du auch geschlagen werden, ja? Okay. Mach ich doch gerne für dich. Aber nur, weil du es bist. So. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt. Das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Ist sie so eine Art Cyborg? Sie hat den Kopf eines Menschen und der Rest ist einfach nur Computer. Habe ich so ein Gefühl. Wir luschern einmal kurz auf die Karte. Wie sieht es eigentlich hier aus bei uns? Ich habe schon 4 Dämonen in der Luft getötet. Stimmt, das müssen wir ja machen. Rüstungsteile, ja. Und Munition haben wir bald zur Hälfte. Ich bin auf jeden Fall sehr begeistert drüber. Bisher haben wir nichts verpasst. Ich bin begeistert. So, wir wollen da hinten in dieses Türchen rein. Darum drücken wir auf das Knöpfchen. Und die Türe geht auf. Ihr seid so berechenbar. Das war nur noch Matsch, ey. Hab ich ihn gegen die Wand getrümmert? Alter, wo ist er hin? Er ist verschwunden. Naja, Pech gehabt. So, ja, hier geht's schon ein bisschen los, hier wird's verrückt. Da ist ein langer Gang, dann geht's Treppe und da Treppe. Zu viele Treppen. Unser Ziel, okay. Keine Geheimnisse hier sonst? Ja, doch, da ist irgendwas. Wieso kriegen wir das da? Dies macht mir ein bisschen Sorge. Oh, holy shit. Erschreck mich bitte noch mehr. Wieso kriegen wir das da? Ah, deswegen. Aber das bedeutet für uns, wir werden, ja, komm, Munitionsgegenstände, Rüstung, Dämonen in der Luft. Ah, Dämonen in der Luft können wir damit ganz leicht machen. Ich glaube, wir machen Rüstungspunkte, weil Rüstungspunkte liegen halt wirklich überall rum. So. Ach da. Du führst 25 einzigartige Glory-Kills aus, während Wildheit ausgerüstet ist. Und das ist das Ding hier. Das Wunderschöne. So. Bist du da gerade rübergekippt? Gott, bist du doof. Naja, wir clearen erstmal hier die Ebene. Das ist soweit klar. Hier liegt Munition rum, das ist gut.
Oh. 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 Ich dachte, das wäre das Power-Up, was wir brauchen. Ja, dann ist das easy. Komm. So, Leute, wollt ihr mir einzigartige Kills geben? So. Von hinten, von der Seite, komm. Oder auf dem Fuß, auf dem Fuß. Na, okay, warte. Auf dem Fuß. So. Man muss es nur planen. Wir haben da eine, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Ich sag einfach Power-Up. Komm, es ist ein Power-Up. So, was machen wir mit dir? Linker Fuß? Und den Power-Up werden wir uns auf jeden Fall schnappen. Aber nicht für dich. Für dich verbrauche ich es nicht. So, sehr schön. Au! Bitte was? Ah, komm. Was soll's. Auf ihn zu schlagen, der gehört mir. War da gerade irgendwas? Hilfe! Wow! Da war ja noch was. Schnell! Nein! Mopsis töten. Lauf doch nicht weg! Lauf doch nicht weg, Mann! Na super. Danke, dass du weggelaufen bist, ey. Ich hasse dich. Jetzt kommt der Typ auch noch. Huh, lebt ja noch. So, du... Oh, schade, er ist zerplatzt. Warum gehst du so schnell kaputt? Boah, ich hab dich nicht getroffen. Das passiert ja sonst nie. Nein, nicht du. Wie? Oh, falsche Taste. Oh. Oh mein Gott, das wird knapp. Ach shit. Was geht denn hier ab? Hilfe! So, hilf mir doch her. Wie soll ich das denn durchstehen? Komm her! Wow! Digga, das war nicht nett. Oh, hallo. Raketenwerfer. Oh, nein! Das war ein Glory-Kill an der Hexe. Das habe ich nie hingekriegt. Ach Mann. Okay, okay. Okay. Das geht fett ab, würde ich sagen. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay. Nichts ist unmöglich. Das kann ich euch sagen. Das hat schon damals Toyota gesagt. Und ich sag's euch gerne nochmal. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das gebrezelt. So, an euch möchte ich nichts verschwenden. Ach, da bist du. Na, wenigstens hat sich das gespeichert. Ach, da warst du, du Schlawiner. Ja, komm runter. Komm runter, los. Tu mir den Gefallen. Hallo? Ach, da. Jetzt läuft er doch weg. Was bist du denn für ein Fiesling? Okilidokili, so. Ach ja, ich muss jetzt erst schlagen. Naja, war einzigartig. Was zum Arsch? Der hat mich einfach geschlagen. Ich habe keine Rüstung mehr. Shit. Kann ich ihm in die Weichteile treten? Nein. Oh, da läuft noch einer. Da läuft noch einer. Was passiert, wenn wir den Arm nehmen? Kennen wir. Okay, schade. Okay, das sollten wir zur Not nehmen. Na, scheiße, Mann. Gibt's hier irgendwie ausgangsmäßig irgendwas? Ich kann die Treppe benutzen, ja? Aber die werden immer bei mir spawnen. Egal, was passiert, die werden bei mir spawnen. Wünsch mir Glück.
Ich habe jetzt schon fast kein Leben mehr. Jo. Digga, nein. Nein, 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 nein. Kannst du mal umkippen oder was? Danke. Hör auf. Nicht nett. Alter, wie viel hältst du denn aus, Mopsi? Ganz ehrlich. Das ist nicht nett. Ach, ich dachte, irgendwas läuft mit der her. Das war mein Leben. Okay. Scheiße. Oh. Oh Gott. Nein, nicht du. Was soll das? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Oh, hi. Ach, shit. Ich bin gerade voll in der Konzentration. Ich möchte euch das nicht nochmal antun. Okay. Lass mich doch in Ruhe. Sag, lass mich in Ruhe. Danke. Verzieh dich. Okay. Gib mir den Kill. Was soll ich damit? Komm her! Komm davon nochmal her! Bitte! Ist so gut! Alter! Was kommt denn noch hier? Scheiße! Oh, das war zu viel. Das war zu viel, Freunde. Ich war voll in der Konzentration. Sorry, wenn ich nichts gesagt habe, aber ich musste es schaffen. Ich musste es schaffen. Ich hatte keine andere Wahl. So. Oh Gott. Das war viel. Habe eben die Hexe gekriegt. Mit einem Glory Kill. Bin begeistert. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Wir müssen hier erstmal alles aufdecken. Ha, Schild. Ja. Moment. Wir haben das jetzt hingekriegt. Ich brauche als nächstes den hier, ne? Sehr schön. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen Muni. Da haben wir nichts. Aha, ein Raum. In der Raum, wo wir hin müssen. Komme ich da unten irgendwann hin? Was ist denn so? Hä? Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Komm. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier entlang, bitte. Mr. Samuel Hayden, meine Waffe ist weg. Okay, hier wird eine ruhige Zone. Gib mir Leben. Okay, wird gleich gekämpft. Shit. Also entweder ist er jetzt der Böse oder... Wieso? Okay, egal. Oder... Er stirbt. Eins von beiden. Nimm, was du an Vorräten brauchst. Sind das meine Vorgänger? Nö, nee, das bin ich. Ja, cool, dass du meine Statue hier schon hast. Praetor Suit. Ancient Sentinel.
Ancient Sentinel. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Es ist unser wichtigstes Stück. Olivia war besessen davon. Mhm, okay. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Die können nur über einen Aufzug im Komplex für fortgeschrittene Forschung auf der anderen Seite des Abgrunds erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. Ich hab doch schon alle Waffen. Oh, ich hab alle Waffen. Was willst du von mir, ey? Wenn du mir nichts geben kannst, dann lass es. Wieso war da bei dir ihr Leben, wenn ich mich hier aufladen kann? Na, vielleicht, weil hier gleich ein großer Kampf ist und ich mich dann aufladen kann? Nein. Hm? Achso, der ist schon da. Moment, hat das gerade vibriert? Alles gut. Dankeschön. Okay, was haben wir hier? 8 Punkte frei, alter Schwede. Die Salve. Töte 5 Mankubi mit einer aufgeladenen Salve. Das waren die Mankubis. Muss mich erst wieder erkundigen, Freunde. Mankubi. War das Mopsi? Ah, das war Mopsi, okay. Wir müssen ja irgendwie darauf achten, dass wir das auch noch irgendwie hinkriegen. Explosivschuss. Erhöht die Explosionsgröße. Dämonen, die von Betäubungswurm getroffen werden, bleiben länger betäubt. Doch, nehme ich. Aber weißt du was? Obwohl, Dämonen, die unter Betäubung getötet werden, lösen eine zweite Betäubungs... Okay. Töte betäubte Dämonen. Ist ja leicht. Ist ja voll easy. Was ist denn los? Wieso ist hier so ein Ausrufezeichen? Achso, ich habe beide jetzt, oder was? Nee. Ah, ich verstehe. So, dann haben wir ja noch hier 4 Punkte. Ne? Was haben wir hier? Noch weiter verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Ja, ja, ja. Kann man machen. Dann bleibt nur noch das hier übrig. Also die beiden. Verbessert das Tempo bestimmter Aktionen. Habe ich ja. Du greifst schneller nach Vorsprüngen. Okay, du wechselst Waffenmods schneller, ja. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Das ist nice. Bei Aktivierung füllen Verstärker die Gesundheit bis zur maximalen Kapazität auf. Auch nice. Erhöht die Zeit, die ein Verstärker... Oh. Okay, wir gehen auf Verstärker-Effektivität. Definitiv. Ach, ihr seid's wieder. Ich hab euch schon vermisst. Macht immer Spaß, euch zu verprügeln. Hallo. So, und... Ah, aber hier passe ich lieber auf. Bist du gerade wirklich durch die Wand geflogen? Okay. Was war das? Achso, da lag Leben. Er ist durch die Wand geflogen. Was ist das für ein Ding ins Kichens? Okay, Achso, ich drücke hier drauf und dann bin ich auf der anderen Seite. Ich verstehe. Allerdings... Nehme ich dich erstmal mit. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal den Verstärker. So.
Eine Rune, Freunde. Da wollen wir doch hin. Da wollen wir doch hin. Okay, aber... Achso, die Tür geht gar nicht auf. Dann lass mich mal rein. Was genau passiert da? Nein. Na gut, ich gehe hier links. Und dann nochmal links. Wie zum... Bitte was? Hallo? Wie komme ich da rein? Hä? Hier gibt's auch nichts anderes, ne? Eine Tür, die nicht funktioniert. Ach, was bist denn du? Ist das ein Fahrstuhl? Ich glaube, das ist ein Fahrstuhl. Oder ist das die Tür? Ich weiß das nicht. Es sei denn, dass sobald wir diese Tür öffnen, schließt sich vielleicht die andere. Dass wir vielleicht einmal im Kreis laufen müssen und wir später erst hinkommen. Meine Vermutung, Freunde. Es ist meine Vermutung. Kann ich dich draufdrücken und rauslaufen? Nee. Das wird nicht funktionieren. Die schließt sich sofort. Wieso schwebt er? Die fliegen durch die Wände. Das ist ja crazy. Ups. Ich will dich nur anhitten. Oh Gott. Okay, das hat nichts gebracht. War aber ein Versuch wert. Also was? Das lohnt sich nicht für euch. Ganz ehrlich. Die Munition lohnt sich nicht. Was bist du für einer? Ich weiß das echt nicht. Und hier oben ist was? Ein Knopf. Eventuell öffnet er dann die Tür. Okay, Freunde. So weit, so gut. Ich würde sagen, morgen sehen wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ja, ich habe das extra hinausgezögert. damit wir diesen Kampf heute nicht mehr machen. Und morgen erst erfahren, wie es hier gleich abgehen wird. Woo! Haut rein, euer Zero. Tschüss.